Hallo, bei Ark. Ja, was machen wir heute? Wir haben da ganz viele Sachen in diesem Schrank. Die wollen verbaut werden, also der Großteil davon. Mal schauen, wie weit wir kommen. Die Eiskästen wollen gern raus, es will gern der industrielle Grill raus, es wollen auch zumindest eine von den Futterpots, die Sesseln, die Bänke, ja, ein Bookshelf haben wir auch. Ja, und dann haben wir da noch Painting Canvas, die habe ich heute extra gelernt dafür. Wooden Wall Signs, ein Smithy, absolut kreativ eingesetzt und Wasserreservoir. Ja. Ja, und eventuell sogar die Crop Plots. Mal schauen. Ja, natürlich brauchen wir auch die Cooking Pots und das Campfire und natürlich wie immer auch Storage Boxen. Ja, und auch die Preserving Bins. Das kann ja eigentlich nur heißen, wir gehen jetzt was bauen. So. Die Plattform da draußen ist ein bisschen größer geworden. Und ja, ich habe da schon angefangen, mir zu überlegen, wie baue ich es. Das heißt, da können wir zumindest gleich mal einen zweiten Stock drauf bauen, sonst können wir ja da gar nichts drinnen bauen. Wie bestellt wird es natürlich jetzt auch dunkel. Ich hätte nicht zu lange warten müssen, aber jetzt ist vorher bei mir Board One und ich habe überlegt, mache ich überhaupt jetzt eine Aufnahme oder mache ich es nicht? So, da vorne, das wird hier so in einen S-Bereich. Da drüben dann auch. Das heißt, wir brauchen hier mal eine Türe. Die habe ich mir auch angesteckt, meines Wissens. Jawohl, wir müssen dann nur schauen, dass die Wände halbwegs zusammenpassen. Nicht, dass sich das wieder so blöd versetzt. Passt. So, ja, meine Stimme ist auch im Nirgendwo. Wunderbar fürs Aufnehmen. Ja, natürlich kommt dann da oben das Dach drauf. Der Haupteingang wird eher hinten sein, weil von dort kommen die Eier. So, das heißt, wir bauen jetzt hier mal ein Stück nach vorne. 1, 2, 3, da ist die Türe. Das heißt, wenn man da reinkommt, brauchen wir da noch ein bisschen Platz. Und da. Da kann man dann anfangen mit dem, was ich eigentlich vorhabe. So, jetzt sind wir genau da drüber. Das heißt, wir brauchen 1, 2. Jetzt würde ich gerne diese Steinrampen bauen. Was ja im Prinzip, vom Prinzip her auch wunderbar funktioniert, wenn man diese Dreiecke hier benutzt. Wenn man die Dreiecke nicht benutzt, dann funktioniert es auch nicht wirklich. So. Zack. Und da können wir jetzt wahrscheinlich wieder nicht einfach so bauen. Nein, natürlich nicht. Es wäre ja zu schön gewesen, um wahr zu sein. Also müssen wir auch da tricksen wir aber jetzt. Da bauen wir nicht zuerst. Aber bitte in die richtige Richtung. Und dann das Dreieck drauf. Dann können wir hier auch die Rampe bauen. Und schon haben wir einen Aufgang in den oberen Stock. Jetzt haben wir hier eine Wand. Das heißt, wir können hier dann auch anfangen, die eigentliche Küche zu machen. Das heißt, hier machen wir noch eine. Welche Seite schaust du jetzt gerade? Ah, natürlich auf die falsche. So. Darunter könnte man noch einen Tisch drüber stellen. Wow, das wird dann schon gehen. Hier machen wir die Wand dann. Da eventuell einen Eingang. Ja, ich höre schon Symmetrie, Symmetrie. Ja, ich habe nichts gesagt. So, welche Richtung ist das hier? So richtig. Genau, dann brauchen wir hier auch die Wand und zwar machen wir die Türen dann beide halt innerhalb. Das heißt hier eine Wand, ja klar, eine Türe.
Hier, damit es besser aussieht, brauchen wir natürlich auch noch das und um genau zu sein, bräuchte ich die drei Kolonnen auch noch. Ich glaube, die lassen sich nur nicht im Nachhinein setzen. Schauen wir mal, die haben wir auch noch oben. Ist ja alles vorbereitet. Wir hatten jetzt die in die Richtung, das heißt, wir bauen jetzt zwei in diese Richtung. Also theoretisch natürlich nur. Ja, genau das habe ich befürchtet. Ja, ich brauche es aber, sonst schaut es doof aus. So. Ach ja. Na, na, na. Naja, jetzt stört mich wahrscheinlich das, was noch rumliegt. So, und das ist jetzt versetzt. Juhu. Das da war auch. Nee, also, nee. Also entweder oder. So. So geht es mal gar nicht. Ja, also wenn dann, wenn schon, den schon. So, wie kriegen wir das jetzt dazu, dass das in einer Reihe ist? Wir müssen eigentlich den zweiten Snap-Punkt finden. Sonst haben wir eventuell das falsch abgerissen. Probieren wir es einmal andersrum. So, probieren wir mal, wenn wir das weggeben. Und diese Wand hier neu setzen und wir die direkt in eine Linie kriegen mit der anderen Wand. So schaut nicht gut aus. Ja, ganz kurz habe ich es gesehen. Das da wäre, glaube ich, richtig. Nein, natürlich nicht. Ja, ich wollte euch eigentlich zeigen, wie schön, wie schnell man seine Ressourcen vernichten kann. Wenn man so baut wie ich. Jetzt ist in einer Linie. Jawohl. So ist richtig. Ja, weil dann haben wir hier auch eine schöne Linie. Ja, dann brauchen wir jetzt natürlich wieder die anderen Dreiecke. Oben rennt der Fabrikator. So, die sind hier. Da brauchen wir aber keine 10. Hoffentlich. Da reicht uns hoffentlich 2 oder 1. Schauen wir halt einmal, ob wir das so hinkriegen. Nein, also das bleibt immer so. Dann weg mit der Wand. Ich weiß, dass ich obendrauf das Dreieck nicht vernichtet habe. So, das wäre so. Ja, das schaut gut aus. Und dann machen wir das so. Ja, so wollte ich das doch, genau. Jetzt haben wir natürlich auch keine Schrägen mehr, aber da haben wir noch welche vor. Zumindest haben wir genug Ressourcen mittlerweile. Durch das Vernichten des restlichen Zeugs. So, aber jetzt haben wir wirklich einen Aufgang nach oben. Da oben kommt auch was Spezielles hin. Eigentlich reine Zierde, aber okay, warum nicht? Ja, da draußen haben wir schon eine Lampe stehen, da herinnen noch nicht. Ein Nachteil, das Outlet liegt da sehr, sehr doof. Aber es ging nicht anders, weil entweder ich habe es im Boden unten stecken oder da mitten in der Ceiling. Ich habe mich dann entschieden für mitten in der Ceiling. Wir werden dann da herinnen natürlich auch noch eine Lampe bauen. Ja, oh ja, und das ist da so, so eine Art Kuschelecke oder so. Da brauchen wir jetzt erst unten die Wände. So, und da kommt man jetzt dann rein in die eigentliche Küche. Und eine Küche braucht natürlich auch viele Fenster. So, es geht wieder in einer Reihe. Ja, schaut gut aus.
oder? Man muss irgendwie jetzt, wenn man zwei Ceilings aneinander bringt, immer aufpassen, dass die Wände dann auf der richtigen draufstehen. Ist zwar ein bisschen doof, aber man gewöhnt sich dran. Na gut, man muss damit leben, dass man immer wieder Ressourcen verschwendet. Aber ja. Man braucht also fleißige Farmer. Ich habe so einen, der nennt sich Ugly. Der farmt immer wie ein Irrer. So. Wenn hier die Küche anfängt, dann könnte man hier. Okay, machen wir es mal ein bisschen größer. Ich habe es gerade gesagt, okay. Ihr habt so wie gesagt, die Küche wird voll klein. Er wollte es mal nicht glauben. Ich verstehe gar nicht, warum. So, wenn man da nach oben geht, dann kommt man genau daher. Das ist gut. Das heißt, hier kommt die Türe rein. Türe haben wir natürlich jetzt auch keine mehr. Können wir sonst bauen? Nein. Das heißt, wir müssen uns da noch Teile holen. Da drüben wird es dann nochmal ähnlich. Das heißt, mindestens bis zu der Reihe hier. Das heißt, wir fangen an mit einem Fenster. Einer ohne Fenster. Na komm, snap um. No. Passt. Und dann noch eine Reihe. Da können wir jetzt noch einmal ohne Fenster machen, weil wir brauchen auch Platz für die Kästen und für die Eiskästen. Die zweite Reihe drauf natürlich dann auch. Dann brauchen wir natürlich Türen. Gut, zwei Stück. Und da mir der Rest auch so langsam ausgeht, macht es gar nichts, dass ich da mal rein muss. So, legen wir mal den Rest ab und sagen jetzt Folgendes. Wir nehmen zwei Türen. Türen haben wir da. Und den Rest nehmen wir jetzt mit als Ceilings. So. Ich kann jetzt nicht ganz so viel tragen wie da oben. Aber ein bisschen was auch. Ja, und da beim Dach sehen wir es jetzt schön. Entweder ich snap's da drüben an die oder ich snap's an die Mauer. Ja, gut. Ja, und na, darüber. Genau. So, und schon hätten wir hier so eine Art Dach mit Luftlöchern zum Dampf abziehen. Das ist da der moderne Dampfabzug, ja. Alles andere ist veraltet und nicht mehr konform. Unsere schaut eben so aus. So, da drüben passt wunderbar. Ja, da vorne mache ich so einen kleinen Garten dazu. Da auch später noch mehr. So, das brauchen wir frei, aber da können wir machen. Ja, theoretisch müssen wir jetzt schauen, dass genauso ist wie die Frage. Denn, ja. So wollen wir es nicht. Bleiben wir doch da oben. So wollen wir es. Probieren wir es da auch noch. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja. Ist okay. Also, ja, damit kann ich trotzdem leben. Okay.
Also ab der Küche ist dann doch deckend, davor irgendwie nicht. Nein. Heute ist mein Tag. Okay, so, da oben auch noch drauf und da auch noch drauf. Da brauchen wir zwei frei, das heißt, da kommt nichts, da kommt nichts und da kommt wieder was. Wenn man jetzt ordentlich baut hat, passt jetzt wieder zusammen. Aha, okay. Ja, ist okay. Ich habe nichts gesehen und ihr auch nicht. Gibt hier keinen Push am Bau. So, dann brauchen wir jetzt wieder. Achso, Moment, wir haben ja die Türen auch mitgenommen. Die können wir auch gleich setzen. Umso leerer ist unser Inventar. Yep. Schaut gut aus. Und da drüben auch noch. Ja, das schaut natürlich wieder nicht gut aus. Ach ja. Alles so einfach. Aha. Na gut, dann holen wir uns noch eine Türe. Keine Ahnung warum. Machen wir was Leichteres. So. Also theoretisch leichter. So, hier will ich so einen abgesteckten Garten mehr oder weniger. Das heißt, man kann dann von da vorne so reintrapsen, sich da einen Sessel nehmen, einen Tisch nehmen und da gemütlich dann was essen. Das war nicht geplant. Zu dem Zweck hoffe ich natürlich, dass dann doch demnächst mehr Möbeln oder ähnliches reinkommt. Man könnte schon viel machen, wenn einem das Werkzeug dazu zur Verfügung gestellt wird. Aber wir haben gestern gesehen, wie Koya ohne Mittel einen ganzen Tisch hinbekommen hat, wo er dann seinen Noob drauf geparkt hat. Nee, das ist ja für euch nicht gestern, das ist dann vorgestern oder so. Ja, die Folge habe ich ja am Montag gleich aufgenommen. Einfach weil ich nicht weiß, wie es sich die Woche sonst ausgeht. So. Der randaliert da. Der Quetzal. Okay. Da fliegt der Quetzal. Oh, und der Quetzal nimmt meine Oma mit. Oh oh. Das schaut nach einer Essenlieferung aus. So. Ja. Genau. So. Da hinten in der Ecke habe ich auch noch was vor. Aber der Zaun schaut doch ganz nett aus. Eventuell macht man noch einen höher. Also man kann die halt stapeln. Wobei ich weiß nicht, wie schaut das aus? Hier? Nein. Nee, also bei aller Liebe, nein. Dann lieber so. Schaut besser aus. So, damit haben wir da den Zaun. Damit haben wir dann hier einen Essbereich und so weiter. Dann kommen wir hier weiter, kommt in die Küche. Da kann man jetzt machen. Genau, dann planen wir es gleich mal so. Moment, jetzt kann ich wieder eine Türe bauen. Ich kann noch eine versemmeln. So, schauen wir mal, was wir jetzt hinkriegen. Ah, jetzt haben wir es geschafft. So, damit man sich vorstellen kann, was soll da hin? Nehmen wir uns jetzt ein paar Sachen mit. Was brauchen wir im Moment noch? Das brauchen wir noch nicht. Die brauchen wir auch noch nicht. Die brauchen wir auch noch nicht. Und die Kästen auch noch nicht. Aber zwei Campfire.
Und zwei Cooking Pots und die brauchen wir auch noch nicht. Gut. Dann schauen wir mal. Gut. Also das ist wieder eine voll kleine Küche. Ich habe nichts gesagt. So. Man kommt schwer beladen mit dem Fleisch nach Hause. Muss dann halt von hinten kommen, also von der Seite hier. Gut, Fleisch ist aber jetzt nicht wirklich so schwer, ne? Nee. Also Fleisch kann man ruhig tragen. Das heißt, okay, der ist zu breit hier. Und dann würde ich eher sagen, stellen wir ihn hier so da dazwischen. Ah, das ist die Frage, wie nah steht er wirklich an der Wand. Wir kennen das ja schon von den Eiskästen. Ja, es dürfte sich haarscharf ausgegangen sein. Ja, sehr gut, der zerstört uns die Mauer hier nicht. So, damit haben wir mal hier unseren Kojas Kaffeemaschine. Ich würde ja eher Industriegrill dazu sagen, aber bei Koja ist das eine Kaffeemaschine. Kein Wunder, dass er keinen Kaffee trinkt. Also bei dem, was da rauskommt, würde ich ihn auch nicht trinken. Nee. So, dementsprechend brauchen wir natürlich neben dem Griller oder in erreichbarer Nähe einen Eiskasten, wo man das gekochte Fleisch dann noch reintun kann. Bitte, bitte, bitte. Sehr gut. Nein, man sieht ihn nicht von draußen. Man kann ihn auch nicht ansprechen. Das heißt, man kann jetzt von hier darüber, da drüben werden wir einen Kasten hin tun für das Benzin vom Griller, weil das muss man ja auch immer wieder reintun. Und dann haben wir hier einen Eiskasten, daneben können wir noch einen zweiten geben. Müsste passen. So, was haben wir noch? Wir hätten da noch genau die Campfires, Cooking Pots und so weiter. Und die Campfire nutzt man eher für Barfood, für Farben oder ähnliches. Das Campfire benutzt man eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Allerdings vielleicht, wenn man nur ein oder zwei Primate hat, zum schnell durchkochen. Das heißt, Campfire könnte man, ja, ich weiß, wo ich sie baue, zumindest eines davon einmal. Das Campfire geben wir eines einmal hierher. Fall doch gar nicht auf, also du hast hochmoderne Eiskästen, da hast dann den Industriegriller und da steht schon ein kleines Campfire. Ja, und das zweite bauen wir jetzt wirklich gleich daneben. So. Und schon hat man die Möglichkeit zumindest, dass man auch geringen Mengen Primate durchbringt. Ja. So. Gut, damit hätten wir diese eine Seite hier. Also da beschäftigt sich alles mit Fleisch. Fleisch. Von da drüben kommen die Eier. Das heißt, da herüben. Wenn wir das Ganze machen für Kibbel. Das heißt, hier ein Eiskasten. Sehr gut. Und ein zweiter für die Eier. Mann, da ist jetzt glaube ich zu weit. Nein, da geht sich gerade aus. Also da schreiben wir gleich mal drauf. Essen. Da schreiben wir drauf. Gammelfleisch. Wobei, da kann auch anderes drinnen sein. Da schreiben wir auf Eier. Und da schreiben wir drauf Kibbel. Passt wunderbar.
So, was brauche ich zum Kibbelkochen alles? Zum Kibbelkochen brauche ich die Pötte. Das heißt, die Cooking Pots zum Beispiel. Ja, die könnte ich jetzt da vorne. Was ich noch brauche, ist dann unbedingt ein Wasseranschluss. Ich könnte zuerst schauen, ob ich das Wasser da hochkriege. Nein, wir machen das anders. Ich hole mal jetzt noch was. Ich hole mir nämlich falsche Kiste. Ich hole mir die hier. Dann hole ich mir einen Teil davon. Dann hole ich mir diese hier auch noch. So, die brauche ich nicht. Die brauche ich auch noch nicht. Kommt erst später. Da kann ich dann eines brauchen. Bookshelf kann man oben hingeben, brauche ich da nicht. Ja, und den Rest, der kommt erst später. So, die Preserving Bins benötigt man zum Jerky herstellen. So, mittlerweile funktioniert das ja etwas schneller, allerdings so aus Gewohnheit. Und weil die Kästen echt gut ausschauen, stellen wir da jetzt einfach welche hier. So, also wahrscheinlich würden zwei auch reichen, aber wenn man ehrlich ist, wie oft macht man es denn? Also, wir stellen nicht dauernd Jerky her, sondern eigentlich nach Bedarf. Und wenn wir es mal brauchen, dann soll es halbwegs schnell gehen. Und von daher lieber mehr. Und man kriegt dann schneller das Jerky durch. So. Wunderbar. Eiskästen Preserving Bins. So, bei den Preserving Bins, beziehungsweise bei den Eiskästen hier. Naja, sagen wir bei den Preserving Bins. Da brauche ich auf jeden Fall einen Schrank. Da rein kommt Jerky-Zubehör. Das heißt zum Beispiel Öl, Spark Powder, guckt da rein. Da drüben brauche ich einen Schrank für Benzin und eventuell auch Holz. So, damit haben wir den Teil hier mal. Wo ich mich jetzt immer noch nicht entschieden habe, ist mit den Kochtöpfen. Hat den einfachen Grund, in den Kochtöpfen mache ich ja nicht nur Jerky. Und außerdem brauche ich unbedingt dort Wasser, wo ich die habe. So, so, wer treibt sich denn da bei uns rum? Schon schlimm. Also kümmern wir uns mal darum, dass da auch jemand sitzen kann. Ich probiere es jetzt wirklich mal in dieser Ecke. So, das wäre halt dann die Ecke für die ruhigen Abende, oder? Also da ein Sesselchen. Und da auch ein Sesselchen. Okay, stelle ich mich halt zu hier. So. Zack. Ich meine, viel Platz haben die zwei nicht, aber die wollen es vielleicht auch gar nicht, weil, ja. Weil Zweisamkeit und so. Da kann nie im Leben wer sitzen, oh Mann. Nein, also die, nein, nein, schade. Nee, die kann ich so nicht machen. Gut, dann brauchen wir da einen anderen Tisch. Aber ich habe schon eine Idee. So, dann hätten wir gerne hier noch einen Tisch.
Das heißt, den Sessel habe ich auf da 6. Warte, fangen wir mit, lieber mit dem Tisch an. Wir können da so eine Art Bar machen. Dann. Doch. Nee, da machen wir beim Pillar die Bänke. So. Schon haben wir da einen hübschen Tisch. Ja, eigentlich können da sogar 4 Leute drauf sitzen, oder? Aber wir sind halt spendabel. Die kriegen so viel Platz zu zweit. Schaut aber echt gut aus mit den Bänken, auch wenn es eigentlich gar kein Tisch ist. Oh. Gut, für die Rückenschmerzen kann ich dann nichts, also nee, bitte woanders beschweren. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, so einen Tisch zu tun, als ob er da wäre. So, und da wollen wir auch eins. Da machen wir es aber jetzt anders. Genau. So, da kommt der Sessel her. Dann brauchen wir da den sogenannten Tisch. Dann brauchen wir da noch. So. Und dann kommt hier noch ein Sessel her. Ja. Schon haben wir da auch einen Tisch mit 2 Sesseln. Ja, und da draußen wollte ich natürlich auch noch einen haben. So, jetzt muss ich mir nur überlegen. Da soll was hin, da soll was her, da soll was her. Das heißt, am besten. Ja. So, ein Sesselchen. Dann ein Tischteil. Noch ein Tischteil. Und ein Sessel. Oh. Da herüben. Da herüben. Wollen wir auch was machen, und zwar. Naja, wir wollen es aber nicht ganz symmetrisch haben. Nein. Ich habe nichts gesagt. Wir machen es anders. Moment. Andere Idee. Ich habe da noch was, was man zu einer wunderbaren Essecke tun kann. Das muss ich nur abholen, weil das habe ich jetzt momentan da oben deponiert. Wie ihr seht, das Haus ist ja auch fertig angemalt. Ja, ist schön, dass ich Hunger habe. So, hier haben wir doch die Trommel. So, bei der Trommel, die kann man aufheben. Eins der wenigen Dinge, die man aufheben kann. Ja, also wie viele Leute das gerne beim Kochen hören wollen, weiß ich nicht, aber. So, jetzt hat man mir meinen Quetzalter vorne weggenommen, den ich immer genommen habe zum Hochspringen. Ja, komme ich so nicht hoch. Nicht zu klein. Also müssen wir einen Umweg laufen. So, und dann machen wir das jetzt so, die Wardrums. Die stellen wir hier. Wobei, passen die da rein? Nein. Nein, ist zu breit. Das heißt, die kommen dann wirklich. Ah ja. Aber wenn ich es da vorne in die Ecke stelle, dann nehmen sie ja die ganze Sicht weg. So. Das heißt, da kann man dann sitzen. Kann trommeln und so weiter. Wenn man dann genug hat vom Trommeln, kann man was essen gehen. Gut, der nettere Platz ist sicher hier. Ja, denke ich mal. Schaut besser aus.
Wir haben jetzt gesagt, mir ist es aber zu kalt da draußen, weil immerhin haben wir nur 8, okay, zu kalt, wir haben 28 Grad. Also wenn man die Klimaanlage suchen will, die es noch nicht gibt, kann man da reingehen. Kann sich hier gemütlich hinsetzen. Es wird da auch noch verziert, da fehlt auch noch was. Ja, da kommt ein anderer Tisch rein. Da wird eigentlich auch noch ein Tisch hinpassen. Ja, ich glaube, wir müssen noch einen machen. Wood, Thatch and Fiber. Wood, Thatch und Fiber. Fiber haben wir hier. Thatch haben wir da drüben. Ah, der ist leer. Dann nehmen wir eben den. Und bauen das hier dazu. So. Damit hätten wir den vorderen Bereich hier fertig. Was jetzt unbedingt noch gemacht wird, ist zum Beispiel den Boden anmalen. Eventuell gleich die Wände anmalen, aber das hat auch Zeit. Und da den Tisch hinsetzen. Warte mal, kann ich den jetzt bauen? Vielleicht habe ich alles mit. Ja, ich suche schon wieder so, statt dass ich es einfach eingebe. Es ist so die Gewohnheit. So ist es natürlich zu breit, aber was ist, wenn ich mich da hier... Es geht sich leider gerade nicht aus. Schade. Ah, also ich fürchte, den Tisch, also das, die Sitzecke da wird nichts. Dann müssen wir da was anderes draus machen. Dann kommen wir da hinten. Na, das schaut doof aus wahrscheinlich. Ja, dann machen wir da unten einfach eine Ablage. Können die Leute ihre Regenschirme reinlegen oder was auch immer. So, können wir noch eine bauen. Jawohl, sehr gut. Also bauen wir da zwei Kisten hin. Zack. Da könnte man irgendwas Kleinigkeiten reinlegen. Solange das da hinten nicht stört, alles okay. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir da hinten dieses Eck fertig. Und vielleicht zeige ich euch schon, was darauf kommt. Das wird was anderes da oben. Was ich jetzt noch gar nicht habe. Ja, da hinten sehen wir wie immer unsere Lieblingsplage. Aber ich glaube, ich habe mein Gewehr vorher abgelegt. Jawohl. Ich kann gerade gar nichts dagegen tun. Doofer Affe, da vorne ist ein Vogel. Schnapp ihn dir. Ja, der doofe Affe ist auch erst ein paar Stunden bei mir. Da ist er fleißig am Sammeln. So, und mit den Bildern sage ich euch bis zum nächsten Mal.